Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Show. Ja, das Spiel, was ich heute auserwählt habe, ist Day of Defeat. Gibt's bei Steam, meistens mit CSS im Angebot. Ja, was kann man dazu sagen? Ist auch schon recht alt, das Spiel. Und die Grafik ist deswegen auch nicht wirklich gut. Und ja, ich habe erst überlegt, wie ich das Spiel überhaupt zeigen sollte. Deswegen habe ich mich einfach entschieden, irgendwie zu probieren, das mit Bots zu machen. Aber ich habe dann gedacht, okay, ist vielleicht etwas langweilig, die ganze Zeit nur so die Bots zu zeigen. Und deswegen gehe ich jetzt auf irgendeinen Server und werde mich wahrscheinlich zerstören lassen. Und ja, vielleicht habe ich ja Glück, auf dem Server so ein Bot. Ist leider bei den meisten Servern bei diesem Spiel so, dass ja Bots auf den Servern sind. Ist vielleicht langweilig, aber ja, kann man nicht ändern. So, was haben wir denn jetzt hier? Automatisch zuweisen. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich habe das zwar gehabt, aber so gespielt habe ich es noch nie. Oh, die Map kenne ich sogar. Die ist aus Counter-Strike. Ja. Achsenmächtige gegen Alliierte. Brauche ich glaube nicht dazu sagen. Tja, geht gut. Capture the Flag. Mag ich eigentlich nicht so, den Spielmodus. Ich weiß gar nicht, haben wir die schon? Muss ich jetzt hier einfach stehen bleiben? Ah, gut. Ja. Sie müssen auf die nächste Verstärkungswelle warten. Was, dein Ernst? Nein. Das ist ja doof. Was haben wir denn hier noch? Ein Spaten. Also hau ich den Spaten auch immer. Was für ein Geräusch dabei kommt. Ey. So, Granaten. Oh. Gut. Nicht, dass die Dinger lange zum Explodieren brauchen, sondern die Explosion sieht nicht mal cool aus. War einer. Okay. Boah, ich bin ja richtig Pro. Oder auch nicht. Schade eigentlich. Ja, ich weiß nicht, wo ich hier gerade gerannt bin. Ich habe überhaupt nicht gewusst, dass man dem... Aha, ja. Ich habe überhaupt nicht gewusst, dass man in dem Spiel rennen kann. Ich ging jetzt so davon aus, dass man... Sie haben keine Kraft mehr. Legen Sie eine Erholungsphase. Ja, bei Counter-Strike und so kann man ja auch nicht rennen. Gibt es die Funktion da nicht. Aber dafür habe ich hier keine... Oh, Schleichentaste. Ist auch etwas belastend. Und... Nein. Ich bin noch nicht wirklich gut in dem Spiel. Oh! Nee, ich nehme jetzt eine andere Waffe. Wie gehe ich jetzt? Nehme ich jetzt eine andere Waffe? Oh. Ja. Nein. M, B. B ist es nicht. C, V. Klasse ändern. So, was muss ich jetzt machen? Ah, gut. Auf X wechsle ich die Tasten. Auch nicht schlecht. So, dann renne ich jetzt hier noch einmal kurz durch. Hm. Also gegen die Grafik habe ich jetzt nicht wirklich was, aber... Ja. Ich sag mal so, das Spiel macht die... Macht die Grafik mit dem Spiel Spaß. Nicht besser.
Also das Spiel macht jetzt nicht so viel Spaß, dass ich Grafik verzeihen würde. Also ich bin jetzt nicht so eine Grafikhure, wirklich nicht. Ich spiele auch alte Spiele. Oh, also zum Beispiel PlayStation 1 Spiele. Liebe ich wie die Hölle, zum Beispiel Digimon World und sowas. Aber bei dem Spiel, da weiß ich nicht. Gefällt mir nicht so. Fühlt sich alles etwas steif an. Aber naja. Weiß gar nicht. Komm schon. Wie lange braucht denn die Granate, um zu explodieren? Das ist ja... Habe ich jetzt eigentlich schon... Nee, da hat doch die Klasse noch gar nicht gewechselt. Oder? Stoß. Ach doch. Ach so. Das ist schon die neue Klasse hier, ja? Dein Ernst? Gut. Dann hat das ja echt viel gebracht. Man sollte sich die Klassen natürlich auch vorher angucken, bevor man sie einfach wechselt. Achso, habt ihr schon das epische Blut gesehen, was da kommt? Das sieht auch sehr geil aus. Gut, den Camper haben wir erledigt. Kommt bestimmt noch einer. Ach, der liegt da hinten. Oh. Ja, lasst uns halt eine Runde rumfailen. Ist ja nicht schlimm. Ja, den Part werde ich nicht lange machen. 10 Minuten, eventuell. Ich werde mal gucken, wie lange mir das Spiel hier Spaß macht. Aber wenn ich keine Lust mehr habe, dann... Ja, kommt einer von links. Das wollte ich eigentlich nicht sagen, aber... Ist ja egal. Wo steht hier überhaupt, wo ich wieder respawnen kann? Oder nach welcher Zeit? Steht das da überhaupt irgendwo? Würde mich mal interessieren. Ach, da oben. Verstärkung in. Ja. Ist vielleicht jetzt nicht so interessant, wenn ich hier die ganze Zeit verrecke. Du kommst nicht auf die Kiste oder? Achso. Okay. Oh Gott, was für eine Waffe. Oh nee. Nee, hehehe. Ich weiß gar nicht, welche ich jetzt hatte. Hatte ich jetzt stumm? Ach, ich nehme einfach nochmal. Ja, Sturmtruppe. Egal. Ja. Entweder ist das ja da. Ich weiß nicht, wie spät es ist, aber ich hoffe, da oben 2028 geht jetzt richtig. Ich weiß nicht, ob das Polen. Ja. Okay, dann ist das unsere Zeit. Also mit dem Recall weiß ich nicht, wie man ordentlich ballern soll. Das ist ja so ein Scherz. Nee. Oh! Lebt der noch? Nee. Mann! Dreckiger Pokémon-Trainer. Vorbei? Weiter. Jo. Die Musik ist ein bisschen nervig, wenn ich das mal sage. Gut. Ich habe eine Sniper. Und die Ausdauer ist ja auch zum Kotzen. Ich bin wahrscheinlich der schlechteste Schütze, den es hier gibt. Ich glaube, neben mir ist einer. Woher kommt einer? Nee.
La 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 la. Ich habe keine Ahnung, was ich hier die ganze Zeit erzählen soll. Wie gesagt, ist ein Let's Show. Das gleiche wie immer. Und ja. Ja, genau. Okay, ich muss zugeben, ich habe ganz schön getrampelt, aber trotzdem. Das ist, macht irgendwie schon sauer, wenn man den Gegner sieht und man sofort, ja, tot ist. Nicht schön, muss nicht sein. Und ich habe schon wieder keine Ausdauer. Ihr müsst mal unten links auf die Ausdauer achten. Also wenn sie voll ist, werde ich mal ein Stückchen rennen. Und dann könnt ihr mal sehen, was das überhaupt für ein Mist ist. So. Habt ihr es gesehen? Wie schnell die Ausdauerleiste runtergeht. Naja, nee. Das ist ja zum Kühe melken. So, was bist du hier? Zweibeiner. Stand da irgendwas, ne? Zweibein, Zielfernrohr. Ja, wow. Okay. Oh. Ist vielleicht jetzt auch nicht so spannend, aber ich glaube, Let's Shows sind jetzt nicht dafür da, um so unterhaltsam zu sein. Und, ja. Manche kennen das Spiel vielleicht nicht, können das jetzt mal, weil sie auf ältere Spiele stehen, können sie sich das jetzt mal angucken. Und, ja, einfach selbst urteilen, ob sie sich das holen wollen oder nicht. Mein Pfeil ist es nicht so. Ich bin nicht so der Kriegswaffen. Und überhaupt Kriegsszenario, finde ich, ist ganz schön abgelutscht. Deswegen, naja. Also es kommen zurzeit, ich glaube, auch keine Kriegsspiele mehr raus. Also im Sinne vom Zweiten Weltkrieg und so. Weil von 2000 bis 2007 hat ja wirklich Medal of Honor, Call of Duty, Battlefield, haben ja alle dieses Kriegsszenario genutzt, diese ganzen Jahre lang, und er hat auf mich gewartet, und deswegen haben sie ja irgendwann angefangen mit Modern Warfare, dann kam Battlefield, natürlich mit Bad Company, Medal of Honor, ja, mit Medal of Honor, ja, der Teil hieß ja Medal of Honor, okay, bestimmt Namen dazu noch. Und ja, bis jetzt machen sie ja die, ja, heutige Zeit, beziehungsweise etwas später nach uns. Das heißt, Zukunftsshooter kommen ja auch noch raus. Alter, Fängling kann ja keiner steuern. Was? So eine Range hat die? Das ist ja zum Heulen. Irgendwie ist das Spiel zum Heulen. Nee, das wird nicht zu meinen. Ich werde jetzt noch die letzten zwei Klassen so machen und dann war es das auch schon wieder mit dem Let's Show. Ich hoffe, ich kann jetzt auch richtig geil draufbratzen. Sonst hat das nämlich gleich keinen Sinn. Oh, nein, nein. Ja. Ich schäme mich gerade. Ich könnte weinen. Ich hab, anstatt zu schießen, meinen Spaten rausgenommen und wollte ihn erschlagen. Kann man machen, ist aber nicht so gesund. Könnte einen den ganzen Tag versauen. Wenn man eine Kugel zwischen den Augen kriegt. Aber was hat denn der da? Ja, die gleiche Idee wie ich, nur er trifft sogar. Hm. Woher hat er überhaupt Panzerjäger? Server hat Höchstzeit dieser Klasse erreicht. Achso. Okay. So, das heißt, es ist ungefähr wie bei... Nein, Granate! Dein Ernst? Oh, ich fange gleich wirklich an zu heulen. Das ist ja zum Kühe melken. Ehrlich gesagt, ich glaube, das Spiel ist gut, dass es keinen Story-Modus hat. Weil das würde ich nicht let's playen.
Wie soll man das handeln? Alter! Ein Schuss und das Ding geht hoch wie nix. Das ist ja gar nicht gesund, ey. Warte mal, ich mache mal meine DPI auf 6000. So. Jetzt mal gucken, ob ich gegenhalten kann gleich. Oder ich ziehe einfach mal voll dran vorbei. Ja, ja, ich hält. So, 200 Schuss. Wenn ich... Wie legt man sich denn hier hin in dem Spiel überhaupt? Oh, blockt er nicht. So, Reaper. Stuppt eh gleich durch den Camper dort. Wieso schießt der nicht? Die lassen sich 100.000 Mal von dem killen, aber gucken da nicht in die Ecke. Oh Gott, das kann ja heiter werden. Zum Nachladen Maschinengewehr auflegen. Echt? Jetzt? Okay, ich habe keine Lust mehr auf das Game. Ich hoffe... Ja... Ich werde nicht noch sterben in meinem letzten Satz. Ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem irgendwie in irgendeiner Weise vielleicht ein ganz kleines bisschen zu Kampfprozess gefallen. Ich denke es zwar nicht, aber ja, wie gesagt, ist ja nur ein Let's Show. Und ja, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.